Es befindet sich ein alter Film in der Kamera Obscura. Modriger Film. Ja, ich finde es gerade schade, dass wir. Ja, ich würde gerne wissen, was anders gewesen wäre, wenn wir da oben reingegangen sind. Ach, komm schon. So, können speichern. Und ich würde sagen, ich werde das jetzt gleich mal sogar ausprobieren. So, ich speichere erstmal hier. Ja. Nee, ich werde es jetzt nicht ausprobieren. Wir machen jetzt erstmal hier weiter in der Handlung. Sonst dauert das hier zu lange. Ich gucke immer in den Schrank rein, um festzustellen, ob sich da was verändert hat oder nicht. Jetzt gehe ich hier immer raus. Da ist ja Film in der Kamera, der muss entwickelt werden. Telefon. Miko, geh mal ran. Miko. Entschuldige, Ray. Würdest du bitte ans Telefon... Ja, ich bin gerade an einer guten Stelle. Faules Stück. Ich muss hier alles machen. Ans Telefon gehen und schlafen, das ist... Das beansprucht mich so sehr. Das Haus nicht verlassen. Ich weiß nicht mal, ob ich was esse. Hallo? Is this the home of Mr. Rousseau? Yes, it is. Hi, my name is Kay Amakura. Is you in at the moment? You're... Es ist so seltsam, nach all den Briefen ruft er jetzt erst an. Ah, so, you ist... Tut mir leid, ich wusste nicht. Ich habe Nachforschung mit ihm angestellt und habe den Kontakt zu ihm verloren. Tja, was die Nachforschung betrifft... Ich... Moment. Ich muss mal lauter machen. Sieht voll nach irgendeinem Wimmern an. Naja, egal. Ich möchte, dass sie dem Haus des Schlafes weiter nachgehen. Warum? Ich kann... das kann ich Ihnen nicht sagen. Ich kann Sie nur bitten. Would it be all right if I paid my respect sometime soon? Yes. Yes. I'd like to say goodbye to him. Okay. Jetzt, oder was? Kay Amakura. Da schauen wir doch direkt in unser Inventar. Das Haus des Schlafes. Jetzt musste sie sich erstmal umziehen, ja? Diese Tattoos, könnten sie von einem Fluch der tätowierten Frau in dem Haus stammen? Wenn sich die Tattoos verbreiten, wenn mich die Frau packt, werde ich dann verschwinden, so wie Yoshino Takigawa? Und was war mit Herrn Amakura und Miko? Gute Frage. Wieder eine Duschszene. Japanese Favorite. Wow, das war die Nagelpriesterin. Echt erschreckend, ja. Vielleicht sollten wir in Zukunft nicht mehr duschen. Oder nicht mehr zu heiß. So. Kay Amakura, Yus Freund, der über das Haus des Schlafes forscht. Er versprach zu kommen, als er von Yus Tod erfuhr. Wenn ich mit ihm zusammenarbeite, kann ich einen Weg finden, dem Haus zu entkommen. Vielleicht kannst du das. Ein kalter Luftzug strömt aus dem leeren Badezimmer. Ich sehe mein Gesicht im Waschbecken, im Spiegel über dem Waschbecken.
Der Fleck wird... Ich weiß nicht. Ich glaube, der sieht immer noch nicht größer aus, als er ist. Sieht aber irgendwie aus wie so ein kunstvolles Graffiti. Ich sehe da immer so einen Alienkopf mit ganz krassen Wangenknochen. Ja, hier ist nichts. Muss trotzdem mal gucken. Juhu, Hilfe! Where are you? Wo bist du nur? Ja, da ist nichts. Die Katze schläft auch nicht mehr hier. Dumm, 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 dumm. Aber wir haben, wie gesagt, Film zu entwickeln. Das machen wir ja gleich. Im Haus des Schlafes sind wir, glaube ich, eigentlich auch eingesperrt. Das ist nur ein einziger Film. Ein alter Filmroller auf dem Blablabla. Blablabla. Was haben wir denn hier? Verwundeter Mann. Der gestürzte Mann aus dem Schrank im großen Saal. Ob er auch einer der Vermissten war? Könnte ich mit dem Foto etwas über ihn herausfinden? Wahrscheinlich schon. Darum wird sich aber nichtsdestotrotz Mikro kümmern. Nicht wir. Wir verlassen das Haus ja nie. Aber klar, wir können es nicht verlassen. Wir sind ja im Haus des Schlafes. Das darf man ja... Das muss man vielleicht irgendwie... Ich weiß nicht. Irgendwie habe ich ständig so das Gefühl, dass wir hier drin sind. Und dass die Barriere immer dünner wird. Zwischen unserem schützenden Haus und dem Haus des Schlafes. Wir haben aber hier noch die Katze. Vielleicht kann sie uns in allergrößter Not immer noch irgendwo hinweisen. Raus aus dem Albtraum. Katzen sind ja auch Wächter des Todes eigentlich, oft Totenwächter. Sieht man bei ägyptischer Kunst oder bei den... Entschuldigung, ägyptischen Darstellungen, dass Katzen immer was mit dem Totenreich zu tun haben. Liegt vielleicht auch an ihrer Nachtaktivität, um ehrlich zu sein. So, Miku. Zeit zu reden. What's the matter? Wir müssen reden. Ray? Hier. Was ist das? Hier, Ray. Das Bild dieser Frau ähnelt dem aus der Geschichte. Ich habe ein paar Fakten dazu gesammelt. Die kriechende Frau, da haben wir sie. Im Zusammenhang mit Verschwundenen und Fortgegeisterten gibt es die Sage der kriechenden Frau. In engen Räumen unter dem Boden oder im Schrank kriecht nachts eine Frau umher, die erbittert flucht. Das ist der wesentliche Inhalt. Solch urbanen Legenden bestehen oft aus Fiktion, Büchern und Realität. Die Legende verbreitet sich und die Ängste der Menschen kommen hinzu. Sie wird immer mehr zur Legende. Die Geschichte, die kriechende Frau, soll auf folgendem Unglück basieren, das vor vielen Jahren geschehen ist. Einen Monat nach dem Unglück wurde unweit des Unglücksortes in einer Grube eine tote Frau gefunden. Man fand heraus, dass sie bis wenige Stunden vor dem Fund gelebt hat. Man hält das für eine Übertreibung, da die Geschichte zur Legende geworden ist. Aber jene, die entlang der Straße zum Unglücksort leben, sagen, sie hörten ein klopfendes Geräusch in der Nacht. Das ist unheimlich. Es gibt noch eine andere Version der Geschichte. Der Teil über die lauernde Frau im Boden auf der Suche nach Hilfe ist gleich. Aber hier greift sie einen an, wenn man einen Blick unter den Boden wirft. Das ist noch unheimlicher. Danke, tut mir leid, dass du all das wegen mir auf dich nehmen musst. Ich behalte das hier für eine Weile. Du hast die kriechende Frau den Unterlagen hinzugefügt? Hier, Ray. Ich dachte, das hat vielleicht eine Verbindung mit den Fotos der Schreinzimmers. Schreinzimmerer sind Zimmerer, die auf Tempel und Schreinbau spezialisiert sind. Man nennt sie Tempel und Schreinzimmerer. Aber sich Shinto und Buddhismus zur Meiji-Zeit
1860er, trennten und der Anti-Buddhismus aufkam, strich man das Wort Tempel und sie waren Schreinzimmerer. Untereinander sagten sie, ein Haus zu bauen ist erniedrigend und wenn sie keinen Auftrag hatten, waren sie auf Bauernhöfen tätig und mit zur verfeinerten, mit nur begrenzten Erfahrung ihrer Fähigkeit. Was? Ah. Und wenn sie keinen Auftrag hatten, waren sie auf Bauernhöfen tätig und mit nur verfeinerten, mit nur begrenzten Erfahrungen ihrer Fähigkeiten. Was auch immer der Satz uns sagen will. Manche arbeiten nur an einem Schrein und spezielle Techniken. Methoden sowie das Wissen um mystische Bauten wurden diesem Baumeister zuteil. Dieses Foto zeigt den Rahmen des Zimmer, den Rahmen, die Zimmerer aufgereiht und die Baumeister in der Mitte. Achso. Wie im Bild trugen sie weiß und einen Hut für das Aufrichten des Rahmens. Früher trugen sie auch bei der Arbeit weiß, denn es hieß stets, ein Zimmerer muss den Göttern und Buddha huldigen. Einerseits stand diese Kleidung für Förmlichkeit, aber sie glaubte den Schreinzimmerern ihren Stolz, erlaubte den Schreinzimmerern ihren Stolz und ihr Können anders zu zeigen. Vielen Dank, ich leihe mir das nur kurz aus. Du hast Schreinzimmerer deinen Unterlagen hinzugefügt. Hier, Ray, ich dachte, das hat vielleicht eine Verbindung zu dem Foto und diesen Tattoos, diese Hautbilder waren das, ne? Tattoo-Kunde. Oh Gott, 12 Seiten. Na dann, viel Spaß. Den Mix aus Schlange und Palme und diesem Tattoo findet man, in diesem Tattoo findet man hauptsächlich im Nordosten Japans. Das Zeichen findet sich in der alten nordostjapanischen Volkssage. Tattoo-Maid. Ein Mädchen verliert ihren Geliebten und bevor sie ihn vergisst, verbindet sie die bleibende Liebe mit dem Stechpalmen-Tattoo. Aha. Das Mädchen verliebt sich erneut und verliert ihren Liebsten wieder. Das ist ja nicht so schön. Und wieder macht sie sich ein Tattoo ihrer Liebe. Diesmal wählt sie eine göttliche Schlange, auf das der Geist ihres Liebsten sicher bei den Göttern ankommt. Mit jeder Liebe und jedem Verlust werden die Tattoos immer mehr. Sie erträgt den Wundschmerz nicht mehr und ringt mit dem Wahnsinn. Ihr Herz wird von der Schlange in der Seele verschlungen. Die Sage ist weit verbreitet, aber je nach Region gibt es leichte Unterschiede. In den Bergen findet man die folgenden Unterschiede in der Geschichte. Sie heißt die Tattoo-Meisterin. Die Tattoo-Meisterin. Das Mädchen, das den Liebsten verlor, geht zur Meisterin, um ihren Schmerz zu lindern, ihn ihr anzuvertrauen. Die Meisterin hört ihr Leid, ritzt sich Schlange und Stechpalme ein und nimmt das Leid auf. Als die Dörfler das hören, kommen sie alle zu ihr, um sich von ihrem Leid zu befreien. Ach, diese Egoisten. Bald ist der Körper der Meisterin mit Tattoos bedeckt. Sie, die so voller Schmerz ist, wird gefangen im Schlaf durch den Schmerz der Tattoos und kann nicht erwachen. Am Ende verschlingt die Schlange sie. Es gibt noch eine andere Version mit einem noch tragischeren Ende. Vermutlich soll sie uns etwas lehren. Die Tattoo-Meisterin 2. Die Meisterin tätowiert sogar ihre Augen mit Stechpalmen. So werden die Augen zu Spiegeln und das Leid in der Meisterin wird auf jene zurückgeworfen, die es ihr auferlegt hatten. Am Ende werden alle von der Schlange verschlungen. Der Ausdruck zum Spiegel werden kommt wohl vom alten Glauben, dass Schlangenaugen wie Spiegel wären. Die Veränderung der Sage zeigt, dass die Sage der Tattoo-Meisterin im Zuge der Verbreitung im Land zu einer Art Märchen geworden ist. Die Sage mit dem priesterähnlichen Element der Meisterin wurde zu einer naiven Liebesgeschichte. Das Stechpalmen-Tattoo symbolisiert in dieser Volkssage den Schmerz der Liebe zu den Verstorbenen und den Schmerz im Herzen. Die Schlange ist ein Göttersymbol und scheint verbunden mit Liebe und Pathos für die Toten und verschlingt sie, die Maid und die Meisterin. Ach, so viel Text. Danke, das behalte ich. Das leih ich nicht, das behalte ich jetzt wirklich. Das kriegst du nicht zurück. Die anderen Sachen auch nicht. Du hast Tattoo-Kunde deinen Unterlagen hinzugefügt. Ray, ich konnte im Krankenhaus Fragen zu diesem Bild von Frau Takigawa stellen.
Ach, das Bild. Die Kleidung, die diese Leute um Frau Takigawa auf dem Bild tragen, das ähnelt der Kleidung, die ihre Familie und ihr Geliebter getragen haben. Sie waren alle in demselben Flugzeug. Verstehe, danke. If you need anything else, just let me know. Ja, ich habe hier noch was. Wer hat dir erlaubt, dich zu setzen? It seems like you're having a lot of nightmares lately. Ich bin nicht die Einzige. Ja, mir geht es gut. Lately, all I can think about ich glaube, sie wird uns nicht weiterhelfen. Like back when I was a child. Lately, all I can think ja, ist gut. Dankeschön. Danke, Miko. Wenn du mir nicht helfen willst beim Entwickeln oder Recherchieren von Bildern, dann lass es halt, ja? Aber du musst nicht so kommen. Auf dem Regal steht eine Kamera, blablabla. Ich frage mich gerade, wenn Kai vorbeikommt, falls er vorbeikommt. Ich meine, dann sind alle drei unter einem Dach. Ob die dann auch im Pyjama ständig rumlaufen und ob Kai dann auch in seinem Pyjama rumläuft. Weiß ich nicht. Oh, ich habe eine Sache vergessen. Dass sie nicht miteinander über dieses Ereignis gerade reden. Über diesen Schrei. Gab es den nicht, oder was? Der Tattoo-Bluterguss. Jedes Mal, wenn ich vom Haus träume, wird der Bluterguss, das Tattoo größer. Ah, ich fand so ein Tattoo in einem Volkskundebuch. Einen Schlangen- und Stechpalmenmuster. Laut alter Sage steht das Tattoo für Schmerz, Palme und Sehnsucht eines Mädchens, dessen Liebe starb. Wie meine Sehnsucht nach You. Vielleicht hast du es genau deswegen. Ah, Mann. So. Leute. Die Zimmerer. Die Männer, die in zerrissenen weißen Roben mit Hüten. Miku fand heraus, dass sie Schreinzimmerer waren. Arbeiten sie am Haus, nur um danach dort erschlagen zu werden? Ja, wahrscheinlich. Um ein Geheimnis zu hüten? Oder gab es einen anderen Grund? Ja, Opfer sind immer gut. Macht alles stabiler. Kriechende Frau. Ein noch älteres Haus liegt im Haus des Traumes. In der Dunkelheit unter dem Boden griff mich eine kriechende Frau an. Wie Miko sagt, gibt es eine urbane Legende über jemanden Ähnliches. Sie basiert auf der wahren Geschichte einer Frau im Unglück gefangen. War sie jemand, der auch vermisst wurde, so wie Yoshino Takigawa? Aber Ray wurde doch nicht von ihr angegriffen, sondern Miko. Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. So, jetzt wagen wir uns nochmal im News-Zimmer. Gucken, ob es da noch was für uns zu lesen gibt. Aha, in Yukus Dokumentenordner ist ein alter Zeitung mit einem Artikel, der den Titel Tempel und Schreinzimmerer trägt. Schreinzimmerer fortgegeistert. Es sind zahlreiche Schreinzimmerer aus der Region verschwunden. Allein in diesem Monat werden schon 10 vermisst und man munkelt, dass sie fortgegeistert wurden. Alle 10 waren jung und angesehen. Es heißt, dass sie sollten gemeinsam einen geheimen Schrein wieder errichten. Du hast verschwundenen Tempel, blablabla. Entschuldigung, können wir gleich mal auch noch lesen, die Zimmerer. Die Männer in zerrissenen weißen Roben mit Hüten in einer alten Zeitung in News Zimmer war ein Artikel über vermisste Schreinzimmer. Etwa die gleiche Anzahl wie auf dem Foto, 10. Interessant, die sind verschwunden, um dann dort zu geopfert zu werden. Okay, hier ist nichts mehr. Hier, oh, in Yus Dokumentenordner ist eine Zeitung, in der ein Mann zu sehen ist, der dem auf dem Foto ähnelt. Ah, okay. Das ist genau das, was ich gedacht habe. Landvermesser verschwunden. Landvermesser verschwunden. Bei einer geologischen Untersuchung für den geplanten Minakami-Damm begaben sich Masumi Makimura, 26, in die Minakami-Berge und verschwand. Makimuras Verlobte Miyako Sudo, 25, verschwand ebenfalls auf der Suche. Seit gestern ist die Suche nach ihnen beendet und der Bau des Dammes wieder aufgenommen. In den Minamaki-Bergen gab es schon immer eine große Zahl Vermisster, da der Mythos der Fortgegeisterten hier in der Gegend beliebt ist.
ist für die Einheimischen klar, die beiden wurden fortgegeistert. Die Polizei verspricht nach wie vor eine Belohnung für Hinweise über das Verschwinden der beiden. In gemeinsamer Entscheidung mit den Verwandten beider Seiten entschied man, die Suche zu beenden. Ich finde es sehr lustig, dass der Landvermesser liegt noch getippt und handgeschriebenen Brief und ein paar Bücher. Okay, das war's. Ich finde es ja komisch, dass der Damm dann einfach weitergebaut wurde. Ja, der Landvermesser ist verschwunden. Wir messen auch nichts mehr nach. Wir bauen jetzt einfach weiter. Verschwunden in Minakami. Der Mann, der auf Foto erscheint, ist Masumi Makimura. Er verschwand vor 3 Monaten nahe des Minakami-Damms. Seine Verlobte suchte nach ihm und kam nicht zurück. Viele Leute sind so um Minakami herum verschwunden und die Gerüchte besagen, dass sie fortgegeistert wurden. Die Texte manchmal sind echt ganz seltsam geschrieben. So, wir gucken nochmal kurz auf den Dachboden. Kein gutes Gefühl. Gar kein gutes Gefühl hatte ich gerade da oben. Weil man hört so Geräusche, aber ich kann die gar nicht so richtig ausmachen, weil die so dezent sind. Ich bin selber unsicher, ob ich die wirklich höre oder mir nur einbilde teilweise. Okay, das spüre ich jetzt. Schaut euch das an, das ist schrecklich. Da wirst du doch nicht mehr ins Bett gehen. Ich schlafe im Schrank. Und sie können im Augenblick nicht speichern. Das ist creepy. Jetzt kann ich speichern. Boah, das ist creepy gewesen. Boah, nee. Das ist mir, es ist uncool. Allerdings beende ich die Aufnahme für heute, ein bisschen früher. Ich danke fürs Einschalten. Ich muss das Ding jetzt gleich nochmal rausrennen. Deswegen gibt es jetzt nur 3 Folgen in dieser Aufnahmephase. Das werdet ihr vielleicht mitbekommen haben, vielleicht auch nicht. Zumindest ist einiges passiert. Ich bedanke mich fürs fleißige Einschalten und Zugucken. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Ich bin auch schon ganz gespannt, wie es denn weitergeht. Und ob wir dann noch in das andere Windradzimmer reinkommen. Ich hoffe doch sehr. Und beim nächsten Mal sehen wir, wie es weitergeht. Cheerio, euer JMO hier bei MoogMotsMo. Und bis dann. Bye bye und gute Nacht. Und passt auf, was unter eurem Bett lauert. Bis dann. Bye.